Wenn man über Audi spricht, ist man immer auch ganz schnell beim Thema Quattro angekommen. Doch was, wenn man einfach keinen Quattro möchte? Dann kann man natürlich noch immer zu einem frontgetriebenen Audi greifen. Wir haben uns für einen Audi A4 Avant entschieden. Die A4-Variante mit dem erhöhten Nutzwert ist unserer Meinung nach optisch noch ansprechender als das Limousinenmodell. Generell ist der Avant in Österreich auch die beliebtere Version. Unser Testavant kommt mit der S-Line-Ausstattung. Das bedeutet, dass man sich über einen dynamischeren Auftritt freuen darf. Die großen Alus stehen dem A4 Avant ebenfalls ausgezeichnet. Das S-Line-Paket zieht sich selbstverständlich durch den Innenraum. Zum Beispiel ein unten abgeflachtes Multifunktions-Sportlenkrad, feinstes Leder und viele kleine Liebesgaben, die den Audi A4 Avant in der S-Line einfach zum individuelleren Avant umstricken. Das sensationelle TFT-Display ist da natürlich auch dabei. Ein Feature, das wir uns übrigens gut in jedem Auto vorstellen könnten. Es sieht richtig gut aus, wie der schwarze A4 hier im Schnee steht und sich die Tiroler Berglandschaft in seinem Lack spiegelt. Genießen Sie diesen Anblick. Tiefschnee ist natürlich tabu, aber mittelgroße Schneefelder auf Bergstraßen auch mit Frontantrieb kein Problem. Bei unserem Testwagen ist es vor allem die Motor-Getriebe-Kombination, die zu begeistern weiß. Wir haben uns für einen 2 Liter TDI Vierzylinder entschieden, der mit saftigen 190 PS antritt, um sich lange Etappen untertan zu machen. 400 Newtonmeter schlichten jegliches Unbill. Eine nahezu unmerklich schaltende 7-Gang S-Tronic hilft dabei natürlich auch noch. Wer es mit Vernunft angeht, soll einen Normverbrauch von 4,4 Litern schaffen. Wir waren eher unvernünftig und mit 5,6 Litern unterwegs. In Anbetracht der bergigen Strecken ein durchaus passabler Wert. Das Thema Spritsparen ist beim A4 Avant ein besonders spannendes, denn er verfügt bereits über den intelligenten Tempomaten, der mit dem Navigationssystem gekoppelt arbeitet. Kommt man auf seiner Strecke also zu einem Punkt, wo man vom Gas gehen müsste, macht das der Tempomat für einen. Anfangs ein wenig gespenstisch, aber man gewöhnt sich überraschend schnell daran. Unser Go-Fazit zum Audi A4 Avant. Winterurlaub in einem Audi ohne Quattro ist keine Hexerei und macht durchaus Sinn. Der A4 Avant ist auch hier ein perfekt agierendes Fahrzeug, das trotz Frontantrieb mit Spaß und Dynamik durchaus zu glänzen weiß.